Wir bei Insta machen Ihnen die Installation unserer Kameras jetzt noch viel einfacher. Per WPS lassen sich unsere Kameras jetzt im Handumdrehen in Ihr WLAN-Netzwerk einbinden. Der Reset-Knopf bekommt daher eine Doppelfunktion. Schließen Sie Ihre neue Kamera einfach an den Strom an, vorzugsweise in der Nähe Ihres Routers oder Access Points. Dieser besitzt bei neuen Modellen einen gut sichtbar platzierten WPS-Knopf an der Frontseite. Nun betätigen Sie gleichzeitig den WPS-Knopf am Access Point und den Reset-Knopf der Kamera und halten diesen volle 4 Sekunden gedrückt, nicht länger. Nach ca. 30 Sekunden erscheint die Kamera nach dem Betätigen des Suchbuttons im Kameratool. Mit einem Doppelklick gelangen Sie zur WebUI. Sie wollen die Kamera auch auf dem Smartphone einbinden? Dann steht Ihnen hierfür ab jetzt die Point-to-Point-Funktion zur Verfügung. Die Kamera wird in diesem Fall nicht mehr über den Eintrag der DNS-Adresse hinzugefügt, sondern direkt über einen QR-Code-Abgleich erkannt und eingebunden. Diesen finden Sie zusammen mit der UID sowohl auf der Kamera als auch auf der Verpackung. Ist beides nicht erreichbar? Kein Problem. Rufen Sie einfach in der WebUI unter Point-to-Point das zugehörige Menü auf. Gehen Sie sicher, dass Point-to-Point auch aktiviert ist. Im Smartphone fügen Sie nun wie gewohnt eine neue Kamera hinzu, diesmal vom Typ Point-to-Point. Die Schaltfläche QR-Scan aktiviert den QR-Scanner. Den QR-Code nun Scannerfilm positionieren und fertig. Nun klicken Sie sich wie gewohnt durch die Menüs für Kameraname, Benutzername und Passwort. Schlussendlich kontrolliert die Testfunktion die erfolgreiche Verbindung. Mit einem Klick auf Sichern ist die Kamera hinzugefügt. Nun ist die Kamera im WLAN und über das Internet erreichbar, mit egal welchem Endgerät und welcher Anschlusskonfiguration. Sicherheitstechnik natürlich von Insta.